Und das Thema, was ich mitgebracht habe, hat unmittelbar mit den Besonderheiten des Fachs Chemie oder der Studienrichtung Chemie zu tun, nämlich Laborpraktika. Das ist ein Aspekt von Online-Lehre, der vielleicht in den letzten Monaten nicht so im Vordergrund stand, weil das eben nicht alle betrifft, was für uns aber ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Und darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen auch zum Ende hin diskutieren. Ich habe den Vortrag in 4 Teile gegliedert. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt erkennt im Laufe des Vortrags, aber worum soll es eigentlich gehen? Das möchte ich kurz vorneweg noch ein bisschen näher erläutern. Dann werde ich Ihnen ein Konzept vorstellen, das wir unter dem Titel Flipped Lab führen und das international auch darunter firmiert. Und will dann mit Ihnen diskutieren, ob man sowas auch online gestalten kann. Und an der Stelle schon mal vorweg, die Antwort ist nicht ja, sie ist auch nicht nein. Und was bleibt? Das bringt mich dann zu der Zusammenfassung. Also zunächst mal, ich hatte ja schon gesagt, es geht um die Chemie und laborpraktische Kompetenzen in der Chemie sind schlicht und einfach essentiell, wie in jedem naturwissenschaftlichen Studium eigentlich, damit Studierende lernen, sicher mit Geräten und Chemikalien in einem Labor umzugehen, Fachwissen und Entscheidungskompetenzen zu übersetzen und in Entscheidungskompetenzen zu übersetzen und ja, natürlich ganz spezifische laborpraktische Handlungskompetenzen zu entwickeln. Ja, mit Corona änderte sich einiges in dem Kontext. Insbesondere ergab sich eine neue Situation, in der ja dann eigentlich keine oder nur noch ganz, ganz wenige Studierende ins Labor durften und die Lehrenden und die Studierenden sowie die Studierenden untereinander einen relativ großen Abstand voneinander halten mussten. Das ist deswegen relevant, weil Laborplatz schlicht und einfach teuer ist und desto größer der Abstand zwischen den Studierenden ist, desto teurer und aufwendiger wird das Ganze. Darum war die große Herausforderung, nach Lösungen zu suchen, wie solche Laborarbeit möglichst realitätsnah auch online nachgebildet werden kann und wieso die möglicherweise verbleibende und umso wertvollere Laborzeit möglichst effektiv genutzt werden kann. Ja, da gibt es verschiedene Formate auf dem Markt, wenn ich es mal so formulieren will. Ich habe gesehen, Marco Winska ist auch da. Der hat uns heute Morgen einen super spannenden Vortrag über Remote-Labore präsentiert. Ein Beispiel für sowas, nicht ganz aus dem Vortrag von Marco Winska, sehen wir rechts oben, wo Studierende im Grunde aus der Distanz laborpraktische Experimente steuern können, mit Hilfe von Online-Zugängen und so wirklich reale Experimente auf Distanz auch steuern können. Eine andere Alternative, wie man virtuell oder online Versuche durchführen kann, sind eben solche virtuellen Labore. Das sind schlicht sozusagen, zumindest von der Idee her, Labore, die im virtuellen Raum, idealerweise eben in 3D-Animationen nachgebildet sind. Ein Beispiel dafür sehen wir unten rechts. Das ist von dem kommerziellen Anbieter Labstar, der tatsächlich auch im Bereich Chemie und Biochemie solche kommerziellen Angebote hat. Ja, in der Realität wird es dann vielleicht eher so sein, solange es noch Laborpraxis gibt, dass man versucht, dass man oder sagen wir mal, eigentlich beide Welten miteinander kombiniert und reale Experimente durch solche virtuellen oder Remote-Elemente anreichert. Das besonders Schwierige in der Chemie ist, dass, jetzt hängt der Bildschirm bei mir auch ein bisschen, dass solche Ansätze zwar gut bei technischen oder physikalischen Praktika funktionieren, allerdings in der Chemie und in der Biochemie mit ihren ganz spezifischen Handlungen doch eher schwierig sind. Der Grund ist, dass eben solche chemischen Praktika doch ein ganzes Stück weit, ja, wie soll man sagen, handwerkliche Kompetenzen erfordern und die kann man schlecht online planen. Herr Rexe, kann ich eine kurze Rückmeldung haben, ob das bei Ihnen weitergeht? Bei mir hängt es nämlich gerade. Scheint funktional. Ich kann mal schauen, ob ich Auswahl machen kann. Welche Folie haben Seite 6? 1, 2, sehen Sie, ich könnte das noch. Okay. Jetzt mal weiter. Alles klar, jetzt geht's weiter. Dankeschön. Ja. Gut. Ja, um auf unser konkretes Beispiel zu kommen, das ist also die Situation, mit der wir uns konfrontiert sahen. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass wir weder über Remote-Labore noch über virtuelle Labore verfügten. Das heißt, wir mussten uns im Sommersemester eine andere Lösung überlegen. Ganz konkret hat uns Corona wirklich in unserer ersten Praktikumswoche getroffen. In einem Praktikum, das, wie auf der Folie hier gezeigt, dieses Learning Outcome, für das dieses Learning Outcome formuliert ist. Für Nichtchemiker ist es nicht so hoch
relevant. Irgendjemand klickt meine Folien hier jetzt gerade durch. Das tut mir sehr leid, das ist eine Doppelbelegung der Funktion hier. Ich unterlasse das. Okay. Ja. Gut, also das ist das Learning Outcome für unser Praktikum. Sei eigentlich nur gesagt, dass es darum geht, Verbindungen zu synthetisieren und sowohl qualitativ als auch quantitativ Analysen durchzuführen. Das klingt schon alles sehr handlungspraktisch und nach einer gewissen Schwierigkeit im Online-Raum. In jedem Fall sind die Tätigkeiten sehr anspruchsvoll und damit komplex. Und wir haben uns, wir hatten eigentlich ein Wochenende Zeit, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Wir waren in der glücklichen Lage, dass unser Praktikum auf eine besondere Art schon in der Präsenz strukturiert war. Uns ist nämlich bewusst, dass laborpraktische Kompetenzen umso effektiver und nachhaltiger entwickelt werden können, desto besser die eigentliche Laborsituation vorbereitet wird. Und darum haben wir uns schon vor einigen Jahren für ein Praktikumskonzept entschieden, das unter dem Namen Flipped Lab läuft, in dem ganz wesentliche Ansatzpunkte und Prinzipien des sogenannten Inverted Classroom oder Flipped Classroom Ansatzes für Präsenz-Vorlesungsveranstaltungen übertragen werden auf eine laborpraktische Veranstaltung, die dann natürlich nicht wie hier auf dem Kopf steht, sondern eben diesen Prinzipien folgt. Ich will das in diesem folgenden Schema kurz illustrieren. Also in einem klassischen Praktikum findet man in der Regel drei Phasen. Die Studierenden bereiten sich vor auf die eigentliche Tätigkeit im Labor, gehen dann ins Labor, führen Experimente durch, protokollieren diese und in der Regel schließt sich dann eine Nachbereitung an. Die Nachbereitung führt dann meist zum Abschluss eines Protokolls oder eines Berichts in irgendeiner Form, der dann sehr häufig bewertet wird und über das Bestehen oder Nichtbestehen dieses einen Experiments, dieser Aufgabe beziehungsweise letztlich des gesamten Praktikums entscheidet. Das Problem bei dieser Strukturierung ist, dass für die Studierenden der Fokus häufig auf der Nachbereitung liegt. Der Grund dafür ist, dass eben in dieser Phase ganz zentral über das Bestehen oder Nichtbestehen entschieden wird. Eigentlich, und das ist das, was die Lehrenden sich wünschen, ist, dass die Studierenden möglichst gut vorbereitet ins Praktikum kommen und dann ihre Laborexperimente möglichst effektiv durchzuführen. Und hier kommt diese Idee dieses Inverted Classrooms bzw. des Flipped Lab ins Spiel, das ich hier skizziert habe. Was im Grunde passiert ist, dass wir diesen Fokus von der Nachbereitung ganz bewusst nach vorne verschieben, ganz im Sinne eines Inverted Classroom, also sozusagen Elemente von hinten nach vorne verlagern. Wir gewinnen so ganz viel Raum für die Vorbereitungszeit, die Studierenden, in der wir die Studierenden natürlich nicht alleine lassen, sondern die, soweit es geht, mit allen möglichen Medien unterstützen. Wir gewinnen eigentlich das Doppelte an Zeit in dieser Vorbereitungsphase und nach dem Prinzip des Förderns und Forderns unterstützen wir, aber auch fordern wir von den Studierenden eine intensive Vorbereitung. Der Effekt für uns ist, dass die Studierenden in der Regel deutlich besser vorbereitet in das Labor kommen und ihre Experimente durchführen. Und der Lohn dafür ist, dass die Nachbereitung, also das Protokollieren, das Auswerten dann sehr, sehr effektiv und in der Regel schon im Labor selbst durchgeführt werden kann. Und der wirkliche Vorteil dieses Ansatzes, den sehen wir eigentlich in der nächsten schematischen Darstellung, wo wir den Arbeitsverlauf der Studierenden mal im Wochenüberblick dargestellt haben. Also es gibt diese Vorbereitungsphase, es gibt eine Laborphase L und es gibt die Nachbereitungsphase hier als Protokoll, gegebenenfalls noch als Korrektur beschrieben. Die drei, also die Vorbereitung, Protokoll und Korrektur, erstrecken sich häufig über bis zu 3 Wochen. So, jetzt ist das Problem, dass in solchen Praktika häufig mehrere Versuche nacheinander durchgeführt werden. Häufig in jeder Woche ein Versuch. Das bedeutet aber, wenn Studierende nach Abschluss des Versuchs noch mit der Nachbereitung dieses Versuchs beschäftigt sind, fehlt ihnen schlicht die Zeit für die Vorbereitung des nächsten. Und wenn es dann über 3 Wochen geht, dann kann im Extremfall es vorkommen, dass Studierende sich mit 3 Experimenten gleichzeitig befassen müssen. Und wie schon gesagt, der Fokus liegt ungünstigerweise für uns in der Regel auf der Nachbereitung und nicht, wie wir es uns eigentlich wünschen würden, in der Vorbereitung. Und dieser Ansatz des Flipped Lab erlaubt es uns nun, diesen zeitlichen Arbeitsrhythmus besser zu strukturieren, sodass eigentlich in jeder Woche immer nur eine Vorbereitungsphase mit der anschließenden Praktikumsphase auftritt und nach Abschluss des Experiments dann auch schnell die Vorbereitung des nächsten Versuchs stattfinden kann.
So sind die Studierenden immer fokussiert auf eine Aufgabe und die praktischen Arbeitsresultate können dadurch ganz maßgeblich verbessert werden. Ja, ich will nicht zu detailliert auf diese Arbeitsschritte in dieser Vorbereitungsphase eingehen. Ich hatte gesagt, das ist in der Regel sehr stark durchstrukturiert. Ich will einen Punkt herausgreifen, und zwar dieser zweite in der Liste. Das sind nämlich unsere Laborvideos. Also diese gesamte Vorbereitung fokussiert oder profitiert sehr stark vom Einsatz von digitalen Medien, insbesondere digitalen Videos, die in unserem Szenario alle Experimente schon im Vorfeld sehr detailliert dokumentieren. Die Studierenden wissen also ganz genau, bevor sie ins Labor gehen, was ihre Aufgaben sind, was wichtige Handlungsschritte sind und wo mögliche Gefahren eigentlich lauern. Nachdem sie das mit Hilfe von Texten und Videos erlernt haben, erstellen sie eine Betriebsanweisung und führen dann einen elektronischen Test durch. Ich hatte ja gesagt, fördern und fordern. Wir fordern also mit diesem elektronischen Test auch die Vorbereitung ein und wir bitten die Studierenden, ihr Laborjournal schon so weit vorzubereiten, dass die Protokollierung am Ende sehr, sehr leicht zu machen ist. Dann erfolgt die Zulassung zum Labor. So, jetzt kam Corona. Aber wir hatten eben diese Praktikumsstruktur und es zeigte sich, dass das in der aktuellen Situation doch ein ganz entscheidender Vorteil ist. Es durften eben nur wenige Studierende ins Labor, denn wir mussten Abstand halten, das hatten wir gerade schon geklärt. So, wie sieht jetzt der Praktikumsablauf in der Corona-Situation aus? Dank der Vorbereitungsunterlagen, die ja weitestgehend schon digital vorlagen, konnten die Studierenden sich wie gewohnt auf ihre Laborexperimente vorbereiten. Sie konnten gleichermaßen den elektronischen Test durchführen und eine Betriebsanweisung erstellen, die sie auch online einreichen konnten. Das alles erfolgte über unser Learning Management System. Wir nutzen Elias dafür. In den Fällen, wo der elektronische Test tatsächlich zweifach nicht bestanden wurde, ich gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein, also die Studierenden haben zweimal die Möglichkeit, diesen Test durchzuführen mit einem gewissen Abstand dazwischen, um eine Nachbereitung, also eine zweite Vorbereitungsphase nochmal zu ermöglichen. Nur in den Fällen, wo das nicht erfolgreich war, mussten die Studierenden ein Kolloquium durchführen. Auch das haben wir dann online gestaltet mit Hilfe von Zoom in diesem Fall. Und dann, wenn die Studierenden ihre Vorbereitung abgeschlossen hatten, durften sie an den Experimenten teilnehmen und in den Fällen, wo wir das eben nicht im Labor gestalten konnten, haben wir diese Experimente virtuell durchgeführt. Da haben wir dann ganz massiv Gebrauch gemacht von den uns schon vorliegenden Videos, die eben diese Experimente sehr detailliert beschreiben und haben die angereichert durch virtuelle und individualisierte Laborszenarien. Die Studierenden haben also ganz persönlich Informationen darüber bekommen, was bei ihrer virtuellen Durchführung in der Realität anders abgelaufen ist, als im Video beschrieben. Die Studierenden hatten also die Aufgabe, das Video sich nochmal intensiv anzusehen und gleichzeitig Abweichungen davon zu protokollieren und zu interpretieren. Gleichzeitig erhielten sie von uns, wie beispielsweise aus Laborjournalen der vorherigen Jahre, die wir zum Ende des Praktikums immer einsammeln und archivieren, dann realistische, also reale Experimentierdaten von vorherigen Studierendenjahrgängen, die sie dann zur Auswertung bekamen. Sie fertigten ganz normal ihr Protokoll an und das passierte alles, also alles, was hier in dem orangenen Kasten gezeigt ist, passierte alles an einem Nachmittag. Das heißt, die Studierenden bekamen alle gleichzeitig ihre Daten, hatten Zugriff auf die Videos, bekamen ihre virtuellen Ergebnisse und mussten ihr Protokoll erstellen und das ganz wie in der Präsenz am Ende des Versuchstages bei uns einreichen. So, auf diese Art und Weise konnten wir von den 10 Experimenten, die wir in diesem Praktikum vorgesehen haben, insgesamt 6 virtualisieren. Das war tatsächlich die heiße Corona-Phase, wo überhaupt gar kein Laborzugang möglich war. Wir waren dann glücklicherweise in der Lage, zum Ende hin zumindest 4 Wochen lang Präsenzversuche in sehr kleinen Gruppen mit einer deutlich gestreckteren Versuchsplanung auch anzubieten. So, wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, welche Versuche das denn sein könnten. Und für uns war wichtig, dass alle wirklich wichtigen Laborhandlungen wenigstens einmal durchgeführt werden. Und so sind die Versuche dann auch so strukturiert, die wir in der Präsenz durchgeführt haben, dass eben sowohl eine Synthese dabei war, als auch eine qualitative Analyse, als auch eine quantitative Analyse. Und wir sehr darauf geachtet haben, dass alle relevanten Arbeitstechniken wirklich einmal auch zum Einsatz kamen.
Alexandra fragt, heißt das, jeder Student oder Studentin hat ein eigenes Video bekommen? Nein, das heißt es tatsächlich nicht. Vielen Dank für die Frage. Es sind standardisierte Videos, die die Versuche in der EDI im Idealszenario beschreiben. Aber jeder Studierende hat individuelle, davon abweichende Szenarien bekommen. Ich sage jetzt mal aus der Hüfte ein Beispiel. In dem Video ist dargestellt, dass die Lösung sich innerhalb von 10 Sekunden von Rot nach Blau verfärbt. Dann wäre die Abweichung beispielsweise, dass die Studierenden eine ganze Minute gewartet haben und nur feststellen konnten, dass sich die Farbe vielleicht leicht vertieft, aber kein echter Farbwechsel stattgefunden hat. Das wäre so ein Aspekt. Und jede Studierende hat so eine Mischung von so ganz verschiedenen individuellen Abweichungen bekommen, die dann auch eben sehr gut die Realität abbilden. Das ist nämlich das, was Studierende im Labor erfahren, dass es eben genau nicht genauso funktioniert, wie es in den Videos dargestellt ist. Und noch ganz kurze Frage von Sandra. Bedeutet das auch, während Corona oder mit Corona gab es kurze Präsenzlaborzeiten? Genau. Ja, also wir haben die ersten 6 Wochen dann voll virtualisiert, wie das hier dargestellt ist. Und die letzten 4 Wochen konnten wir dann in kleinsten Gruppen mit einem sehr großzügigen Zeitplanung auch die Versuche im Labor durchführen. Ja. Also es ist so eine Art gesunde Mischung. 60% virtuell, 40% Laborpräsenz. Okay. Ja, um nochmal auf die Videos zu kommen, das wurde ja gerade schon angesprochen, die sind alle öffentlich zugänglich. Wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal Praktikum Anorganische Chemie sich anzusehen. Da finden Sie sowohl die laborpraktischen Videos als auch Begleitvideos, die nochmal bestimmte Hintergründe erklären und die von den Studierenden im Moment sehr, sehr rege genutzt werden. Und wie genau wir uns das vorstellen müssen, hat uns dann doch sehr interessiert, ob es da vielleicht Unterschiede auch zu den Vorjahren gibt. Ich habe hier mal ein Beispielvideo rausgegriffen. Das hat jetzt den Titel Bestimmung von Zink. Das eignete sich deswegen besonders gut, weil wir dieses Video erst kurz vor dem Praktikum neu erstellt haben und die Analyse auf YouTube dadurch ganz klein bisschen leichter war. Sie sehen hier dargestellt, also von dem Tag, an dem das Video veröffentlicht wurde, die ersten 200 Tage, und das war so mittendrin, fand unser Praktikum statt. Und Sie sehen diese beiden Linien, die sich dadurch unterscheiden, dass die schwarze Linie oben die Gesamtzahl der Zugriffe in Summation darstellt, und die rote Linie nur die Zugriffe, die über einen Direktlink stattfanden. Und dieser Direktlink ist eigentlich nur bei uns auf dem LMS verfügbar. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass alle roten Zugriffe von unseren Studierenden erfolgt sind, während die schwarzen durchaus auch die Summe aller Zugriffe weltweit beschreiben. Die Stufenhöhe ist ungefähr vergleichbar. Wir sehen hier zwischen 90 und 100 Tagen einen starken Anstieg in den Nutzungszahlen und eigentlich nur eine signifikante Änderung bei den internen Zugriffen. Und das sind ungefähr 200. Und diese Zugriffe fallen genau in die Woche, in der wir eben genau dieses Experiment in unserem Labor durchgeführt haben. Das gibt uns also ein gutes Gefühl dafür, wie stark diese Videos genutzt werden. An diesem speziellen Versuch, das war schon in Woche 3 des Praktikums, haben insgesamt 27 Studierende teilgenommen. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. 27 Studierende haben insgesamt 200 Mal auf diese Videos zugegriffen. Das bedeutet, dass pro Teilnehmerin das ungefähr 7,4 Zugriffe waren. Das deckt sich sehr gut mit einer Umfrage, die wir im Nachgang zu dem Praktikum durchgeführt haben, in der die Studierenden angaben, dass sie im Schnitt ungefähr 10 Mal auf jedes einzelne Video zugegriffen haben. Vielleicht noch zur Erläuterung, die Videos haben eine Länge von ungefähr so 7 bis 15 Minuten. Das ist also schon ganz erheblich viel Zeit, die die Studierenden mit diesen Videos zugebracht haben. Der Wert der Umfrage ist ein bisschen höher mit 10 im Vergleich zu 7,4, wahrscheinlich deswegen, weil eben nicht alle teilgenommen haben und das doch eher die Engagierteren waren. Nur um das einzuordnen, im Wintersemester 2016 hatten wir eine systematische Studie dieser Videozugriffe durchgeführt und hatten also im Grunde für eine vergleichbare Kohorte im Schnitt 3,1 Zugriffe auf die Videos pro Teilnehmerin ermittelt. Das ist also ganz, ganz erheblich mehr. Gut, da liegen jetzt 4 Jahre dazwischen, aber es ist eben auch eine andere Situation, wo die Videos noch stärker in den Fokus gerückt sind. Ich will gerne einen Aspekt nochmal besonders herausheben, der uns wirklich nochmal so für uns ein ganz wichtiges Lernmoment war. Ich hatte gesagt, die Studierenden müssen, bevor sie dann am Praktikum teilnehmen, am Versuch teilnehmen dürfen, zu jedem Versuch einen elektronischen Test durchführen. Und dieser wurde bei uns an dem Tag vor dem eigentlichen Praktikumstag in 2 Etappen angeboten, also einmal um 13.15 Uhr und einmal um 16 Uhr. Der 16-Uhr-Termin war nur für die Studierenden, die an dem ersten Test nicht erfolgreich teilgenommen hatten.
Und das dauerte nicht lange, dass wir die ersten Beschwerden von Kolleginnen bekamen, die sagten, also jetzt nochmal zur Erläuterung, bei uns fanden in der Regel dann vormittags Vorlesungen statt und nachmittags dann solche Praktikumsaktivitäten. Und die Beschwerde der Kolleginnen war ganz klar, ja, die Studierenden haben meine Veranstaltung so ungefähr zur Hälfte der Zeit sehr zahlreich verlassen. Und auf meine Nachfrage, warum, kam raus, ja, sie müssten noch was für das Praktikum tun. Und das ist so ein wirklich ein ganz unerwünschter Nebeneffekt. Ich habe das hier mal grafisch dargestellt. Das sind die Zugriffe auf ein bestimmtes Video, und das ist jetzt ein anderes, ein Aluminiumbestimmungsvideo. Aber das eignete sich hier besonders gut für die Analyse. Und wir sehen, dass also zwischen 9 und 12 Uhr ganz, ganz viele Zugriffe auf dieses Video erfolgt sind, die Zeit, in der die Studierenden eigentlich in der Vorlesung sein sollten, weil dann um 13 Uhr dieser elektronische Test anstand. Und das ist natürlich ein Problem. Wir haben dann sehr schnell reagiert und diesen elektronischen Test einfach eine Stunde nach hinten verschoben. Und das Spannende ist, dass die Studierenden da unmittelbar darauf reagiert haben. Also ich habe jetzt hier mal in Pink die beiden neuen Testzeiten hinterlegt für einen weiteren Versuch, der jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen später lag. Das sieht man auch daran, dass die Anzahl der Nutzer insgesamt abgenommen hat. Also da sind schon einige Studierende tatsächlich aus dem Praktikum ausgeschieden. Aber die schöne Beobachtung ist, dass also jetzt diese Nutzung dieses Videos in den Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr gerutscht ist. Und das ist die Zeit, wo die Studierenden eben keine anderen Aktivitäten hatten. Und damit auch die Überlappung mit den anderen Lehrveranstaltungen damit nicht mehr gegeben war. Also das war für uns dann so ein Moment, wo wir sagten, ja, wir müssen auch wirklich genau beobachten, wie die Studierenden auch mit diesen Online-Tools aktuell umgehen. Okay, so ich habe hier noch eine Reihe von Rückmeldungen von den Studierenden. Ich sehe, die Zeit wird ein bisschen knapp. Ich will das auch nicht überbordend diskutieren. Vielleicht nur 2, 3 Punkte. Also ein Punkt ist, dass die Studierenden nach ihrer Selbsteinschätzung, nach diesem Hybridpraktikum mit 60% digital und 40% in Praxis, tatsächlich überwiegend selbst angeben, dass sie die essentiellen Kompetenzen wie synthetisieren, qualitativ und quantitativ analysieren, nach eigener Einschätzung erreicht haben. Das ist eine Umfrage, die jetzt zugegebenermaßen nur unter den Studierenden durchgeführt würden, die auch tatsächlich das Praktikum erfolgreich abgeschlossen hatten. Wir hatten noch mal ein bisschen näher nachgefragt, welche Rolle die einzelnen Elemente dieser Praktikumsdurchführung in der Verlinkung zwischen virtuellem und praktischen Anteil hatten. Und was ganz deutlich hervorkam, ist, dass diese Laborvideos eine ganz zentrale Rolle spielen und für die Studierenden unglaublich hilfreich waren, um dann auch in diese Präsenz dann ganz, ganz schnell reinzufinden. So, und dann gaben die Studierenden eben auch an, dass sie sich mit den Erfahrungen aus der virtuellen Phase auf die Arbeit mit diesen digitalen Vorbereitungsmedien, auch wieder bezogen auf die Nutzung der Laborvideos, das Analysieren und Erstellen dieser Betriebsanweisung, die also so eine Art Abstraktionstool ist, um die eigenen Handlungen nochmal neu zu reflektieren und neu zu sortieren, dass sie das eben ganz, ganz wichtig fanden. Können wir gerne gleich nochmal ein bisschen näher darüber diskutieren. Ich will die Zeit nicht überstrapazieren und würde versuchen, zur Zusammenfassung zu kommen. Die für mich dann, also natürlich ein ganz persönlicheres Resümee lautet, letztlich ist fast alles besser als überhaupt kein Praktikum. Das ist in der Chemie mal gesetzt. Aber ein reines Online-Praktikum kann die laborpraktische Arbeit letztlich dann doch nicht ersetzen. Das ist, ich denke, breiter Konsens in der Chemie und auch in den biologischen Wissenschaften. Wichtig für Online-Angebote, wenn wir die in dem Szenario, wie ich das hier gerade beschrieben habe, umsetzen, dass man auch in den einzelnen Phasen die richtigen Schwerpunkte setzt. Wir haben beispielsweise in dieser virtuellen Phase doch sehr stark auf diese Analyse der Beobachtungen und der Erstellung der Versuchsprotokolle fokussiert, was sich dann in der praktischen Phase als extrem hilfreich erwiesen hat. Wir haben darauf geachtet, eine klare Strukturierung beizubehalten, auch in der virtuellen Phase, dass also die Studierenden das Gefühl hatten, heute ist Praktikum und heute müssen wir uns wirklich ganz gezielt vorbereiten. Und die Studierenden haben sehr zeitnahes und individuelles Feedback bekommen. Was wir auch zurückgespielt bekommen haben, wurde sehr gewertschätzt. Dieses Flipped Lab-Konzept mit dem sehr massiven Einsatz von Laborvideos hat es uns sehr kurzfristig ermöglicht, auf eine vollständig virtuelle Praktikumsdurchführung zumindest in den ersten Wochen umzusteigen und ist dann insgesamt auch geeignet für so eine Teilpräsenz, für so ein Teilpräsenzszenario. Grundsätzlich gilt, dass dieses Flipped Lab-Konzept durch seine sehr intensive Vorbereitungszeit ist
wirklich ermöglicht, die verbleibende und dann doch wirklich umso wertvollere Laborzeit wirklich effektiv nutzbar zu machen. Genau, das habe ich natürlich alles nicht alleine gemacht und danke hier an der Stelle allen Beteiligten, die das über viele Jahre mit aufgebaut haben und insbesondere mein Team vom Praktikum Anorganische Chemie, das jetzt im Sommersemester sich da wirklich ins Zeug gelegt hat und mit mir gemeinsam dieses Szenario auch an die Studierenden gebracht hat. Und wir haben zum Glück, und das vielleicht noch als letztes Wort, es geschafft, gut 50% Studierende erfolgreich durch dieses Praktikum zu bringen, was mich persönlich dann sehr freut. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte gerne direkt an diese Dankfolie ansetzen mit einer Frage, die auch noch kam, nämlich die Nina fragt, wie zeitaufwendig war diese Gestaltung des Praktikums, wahrscheinlich gemeint im Vorfeld, und wie viele Personen, also wie groß war das Team wohl insgesamt, die das eingestellt haben? Ja, das Team war relativ groß. Wir haben zeitweise, ich glaube, mit 4 oder 5 Personen an dieser virtuellen Phase gearbeitet. Und der Grund dafür ist, dass wir uns ganz besonders intensiv mit diesen Laborprotokollen beschäftigt haben und den Studierenden sehr ausführliches persönliches Feedback gegeben haben. Und das war relativ aufwendig. Auch die Erstellung übrigens dieser virtuellen Szenarien war relativ aufwendig, weil auch das individualisiert erfolgt ist. Und da gibt es leider keinen Algorithmus dafür, mit dem man das sozusagen vernünftig hätte machen können. Dann versuche ich, Stefan entgegenzukommen. Man hört mich offensichtlich sehr schlecht. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser. Ist besser, ja. Sehr gut. Dann wollte ich sagen, Tobias, übrigens auch Community-Mitglied und immer vorne mit dabei, wenn es um Remote-Labore geht. Und Marco und Sandra diskutieren darüber, was sagt es wohl aus, wenn Studierende ihre Videos mehrfach sehen? Mhm. Sagt das etwas über die Bedeutung oder Qualität der Videos oder über die Möglichkeit, einfach der häufigeren Abfrage und dadurch sicherer zu werden? Haben Sie dazu Feedback von Studierenden? Also ich weiß, dass sie sich die wirklich sehr gerne mehrfach ansehen, einfach weil die doch sehr, sehr viele Details enthalten. Ja, also jede Handlung ist ja komplex an sich und dann gibt es ganz, ganz viele dieser Handlungen. Und dazu kommt natürlich noch, dass die von uns eben diese individuellen Szenarien bekommen, die Abweichungen von der Norm beschreiben. Und da muss man natürlich nochmal nachschauen, wie sollte es denn eigentlich sein und warum könnte es denn jetzt anders sein? Also das ist schon ganz, ganz vernünftig, dass sie sich das mehrfach ansehen. Man muss dazu sagen, die Studierenden schauen natürlich auch lieber Videos, als dass sie Texte lesen. Wir haben noch knapp eine Minute, vielleicht noch eine Frage, wenn die jetzt wie aus der Pistole geschossen kommt. Ansonsten darf ich für Martin und oder mit Martin im Namen aller schon sagen, vielen Dank für den tollen Vortrag und den entsprechenden Applaus auch weitergeben, den wir heute dann leider nicht hören können. Das kommt sicherlich bei anderer Gelegenheit. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, auch zu einem Thema, das bei uns immer wieder gerne kommt, weil es doch etwas ist, wo Digitalisierung ein sichtbares und spürbares Mittel in der Lehre wird und wirklich Aspekte von Lehre erleichtert und verbessert. Also danke Ihnen allen, also Ihnen, Herr Professor und liebes Auditorium, Ihnen allen noch eine schöne Zeit beim University Future Festival. Ich hoffe, Sie bleiben heute noch ein bisschen dabei. Ich hoffe, Sie sind auch. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und für die Fragen.